So, meine sehr geehrten Damen und Herren, während ich hier gesessen bin, habe ich mal kurz Internetrecherche gemacht. Es gibt also auf der DIN-Seite insgesamt 1141 Referenzen zu Normen, zu Mikrofonen. Also ich hoffe, es funktioniert. Ich darf jetzt über zu Ihnen sprechen kurz und dann mit Ihnen diskutieren über den sogenannten neuen Rechtsrahmen. Und ich möchte zuerst darstellen, was ist der neue Rechtsrahmen, und dann möchte ich über die derzeit laufende Evaluierung berichten. Also, dieser sogenannte neue Rechtsrahmen wurde am 9. Juli 2008 angenommen. Das war natürlich schon ein Marktfehler, weil wir sind jetzt Marketingfehler. Wir sind jetzt 14 Jahre später und wir reden immer noch von etwas, was neu ist. Dabei müssen wir sie schon wieder revidieren. Jedenfalls inhaltlich soll er sicherstellen, dass die Harmonisierungsvorschriften ein hohes Sicherheitsniveau der Produkte gewährleisten und auch, danke, dass es einen freien Rahmen gibt. Und dieser neue Rechtsrahmen hat also eine Methode. Er tut über alle Produkte, die hier so relevant sind, normiert zu werden, einen kohärenten Rahmen legen und verfolgt damit 5 spezifische Ziele. Die darf ich mal ganz kurz erwähnen. Das erste spezifische Ziel, meine Kollegin Sophie Müller hat es bereits erwähnt, ist eben das sogenannte neue Konzept, sprich, dass wir nicht in der Kommission auf Legislative alles im Detail regeln, bis hin zum letzten kleinsten Aspekt, sondern das führt nämlich zu langwierigen und beschwerlichen Verfahren, sondern das neue Konzept hat den Ansatz, dass wir gewisse technologieneutrale Rechtsvorschriften haben, dass wir die grundlegenden Anforderungen festlegen und der Rest geht dann zu den Normungsinstituten, die eben harmonisierte europäische Normen in unserem Auftrag erstellen. Wir haben gerade gehört, das funktioniert auch nicht immer zeitlich so wie gewünscht, aber vielleicht wäre es anders noch langsamer oder noch schlimmer. Und außerdem können wir uns ja täglich verbessern, dazu sind wir da. Nur eine Zahl, bereits 17% der Ölnormen sind im sogenannte harmonisierte Normen, die nach diesem Prinzip entwickelt worden sind. Das zweite Ziel, was wir mit den neuen Rahmen verfolgt haben, ist, dass die EU-Produktvorschriften klar und kohärent sind, weil es hat viele Produkte gegeben oder gibt sie noch, wo eben ein Produkt von mehreren europäischen Vorschriften erfasst wird. Dann müssen wir natürlich drittens eine wirksame Marktüberwachung gewährleisten, dass die Verfahren zur Konformitätsbewertung nachvollziehbar sind. Dazu gibt es Konformitätsbewertungsstellen, die sind unabhängig, die werden auch von uns akkreditiert. Das ist der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt des neuen Rechtsrahmens war eigentlich, den Wert und die Glaubwürdigkeit der Conformité Européenne, der CE-Kennzeichnung, zu erhöhen. Dazu hatten wir damals 2008 2 Rechtsinstrumente ins Leben gerufen. Das eine ist die Verordnung, die hat diesen Rahmen festgelegt. Und das zweite war ein Beschluss, 768 2008. Der hat keine unmittelbare Rechtswirkung, aber der legt eben genau fest, wie die Referenzbestimmungen zu funktionieren haben. Ja, bis heute, insbesondere zwischen den Jahren 2009 und 2019, wurden aufgrund dieses Rechtsrahmens und nach dem Beschlussmodell 23 Rechtsakte festgelegt, 16 Richtlinien und 7 Verordnungen und nur 3 Beispiele, zum Beispiel die Richtlinie über Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzüge, die Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen und die Verordnung über In-vitro-Diagnostika. Ja, das vielleicht ganz kurz. Also wie gesagt, wir geben den Normungsinstituten den Auftrag und geben den Rahmen vor, wie sie arbeiten werden. Jetzt zum zweiten Teil des Vortrages zur Evaluierung. Da möchte ich zuerst auf den Hintergrund der Evaluierung eingehen, dann einige ganz konkrete Gründe anführen, dann den Umfang und Inhalt der Evaluierung und last but not least erste, wenn auch nur nicht
finale Ergebnisse. Ja, dank unserer Techniker und Wirtschafter schreitet die Industrie und Gesellschaft unaufhörlich voran, auch dank der Politiker natürlich. Und wir haben heute eine Situation, die grundlegend anders ist als 2008, als damals der Rechtsrahmen eingeführt wurde. Daher wurde in der letzten Zeit bei den ganz aktuellen Produktvorschriften schon ein bisschen davon abgewichen, wie es eigentlich lege artis sein hätte sollen. Das war insbesondere beim Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, der 2021 verabschiedet worden, und bei dem Vorschlag für eine Verordnung für Maschinen. Was sind nun die ganz konkreten Gründe, warum wir diesen neuen, in Zukunft alten Rechtsrahmen anpassen müssen? Zum einen ein Schlagwort, das man schon nicht mehr hören kann, die Digitalisierung. Also, Sie wissen, Produkte sind zunehmend digital und sie werden auch hier in Betriebnahme ständig verändert. Und daher möchten wir darüber nachdenken, ob eine digitale CE-Kennzeichnung sinnvoll ist. Und es gibt immer noch gewisse Anforderungen, dass bestimmte Dokumente in Papierform erstellt werden. Auch das ist zu hinterfragen. Der zweite Grund für die Evaluierung ist das sogenannte zweite Leben von Produkten. Erfreulicherweise werden Produkte heutzutage öfters wiederverwendet. Sie sind nicht statisch, sie werden aufgearbeitet, wiederaufbereitet, transformiert. Und der neue Rechtsrahmen bezieht sich immer nur auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie können wir Produkte standardisieren im Hinblick auf ihr zweites Leben. Das dritte ist die Konformitätsbewertung. Sind die Verfahren, wie wir sie heute anwenden, noch relevant? Sind sie ausreichend detailliert und gut? Ist eine Frage, die man sich stellen muss. Damit im Zusammenhang ist natürlich auch das Akkreditierungsverfahren zu hinterfragen. Tun wir wirklich die richtigen Fragen stellen, um festzustellen, dass eine potenzielle Konformitätsbewertungsstelle auch wirklich die Anforderungen erfüllt und dann ausreichend funktioniert. Und last but not least, das zweite Wort, das wir nicht mehr hören können, die Corona-Krise. Sie hat eben wirklich gezeigt, dass es ein Kriseninstrument fehlt und wir müssen rasch reagieren können, auch in der Normung. Und das wird eben auch bei dieser Evaluierung angegangen. Umfang und Inhalte der Evaluierung. Also wir haben den Zeitraum 2014 bis 2020 gewählt, weil eben da gerade 10 Richtlinien angenommen worden sind. Die Evaluierung erstreckt sich auf alle EU-Staaten natürlich, aber auch auf die 3 EFTA- und EBR-Staaten. Vom Inhalt her umfassen wir nicht die Marktüberwachung, die war bereits Gegenstand in der Evaluierung, aber wir decken sehr wohl die Aspekte harmonisierter Normen ab. Und wie ist die Evaluierung vor sich gegangen? Hier muss ich ganz kurz einen Werbeblock schalten für meine Institution, die Europäische Kommission. Es gibt also keine transparentere Institution, als wir es sind. Alles, was wir tun, ist im Vorhinein erkennbar. Jeder, der will und kann, hat die Chance, sich einzubringen. Gleichzeitig, und dann komme ich mit dem Werblock zu Ende, haben Sie in der Corona-Krise gesehen, dass wir natürlich auch ad hoc sehr rasch und sehr effizient agieren können. Warum komme ich darauf? Also wie gesagt, wir haben, bevor wir mit der Konsultation begonnen haben, haben wir einen sogenannten Fahrplan veröffentlicht. Was ist ein Fahrplan? Ein Fahrplan soll die Bürger und Interessengruppen über die Arbeit der Kommission informieren, damit sie Rückmeldungen geben können und effektiv an künftigen Konsultationen teilnehmen. Dieser Fahrplan, den hatten wir 4 Wochen lang veröffentlicht, und zwar vom 4. November 2020 bis 2. Dezember 2020. Und da konnte sich jeder dazu äußern. Da gibt es eine eigene Plattform bei uns, die heißt Have Your Say.
Und die ist benutzerfreundlich, also da, das verstehe sogar ich, und da kann man dann relativ klar einbringen, in Form von Fragebögen, aber auch in Form von freien Bewertungen, wie das, was man davon hält. Bei dieser Vorphase, also überhaupt bevor die Konsultation gestartet wurde, hat es 49 Antworten gegeben, davon waren 37 von Unternehmern und Unternehmensvereinigungen. Interessanterweise nur einer aus der Konsumentenschutzecke. Und geografisch sind sie hauptsächlich aus Belgien gekommen. Das ist nämlich keine Überraschung, weil dort die ganzen Interessensvertretungen und Lobbyorganisationen ihren Sitz haben. Deutschland und Frankreich, die beiden bevölkerungsreichen und großen Staaten, waren an zweiter und dritter Stelle von der Anzahl der Wortmeldungen her. Und auch immerhin eine aus Österreich. Okay. Dann haben wir diesen Fahrplan festgelegt, der war öffentlich, der war bekannt. Und dann haben wir ungefähr ein Jahr später mit der tatsächlichen öffentlichen Konsultation begonnen. Und zwar vom 13. Dezember 21 bis 7. März 22. Das war da ein Fragebogen, entsprechend von 5 Bewertungskriterien mit insgesamt 22 Fragen. Und je nachdem, als was sie sich beim Eintritt identifiziert haben, was dann für die speziellen Gruppen, ob es jetzt eine Behörde war oder eine Konformitätsbewertungsstelle oder so, noch spezielle Fragen gegeben. Er wurde in allen Sprachen zur Verfügung gestellt und wir haben ihn auch in den sozialen Medien beworben. Das hat eben dazu geführt, dass wir dann doch deutlichere Anzahl von Rückmeldungen hatten. Insgesamt hat es 125 Antworten gegeben. Und das kann man jetzt kurz aufgliedern. 62 waren von Unternehmern und Unternehmensvereinigungen, 28 von EU-Bürgern, 2 Nicht-EU-Bürger haben sich auch geäußert, 20 kamen aus der öffentlichen Verwaltung, wiederum ein Konsumentenschützer, das wird wahrscheinlich dasselbe gewesen sein, eine NGO und nicht zuordnenbar waren 11. Was interessant ist, ist jetzt die geografische Verteilung. Wiederum Belgien natürlich mit ihren seinen Interessensvertretungen in erster Stelle mit 30%, Deutschland mit zweiter Stelle mit 26%, aber schade, dass Frau Höllinger jetzt nicht da ist, Österreich an dritter Stelle mit 7 Beiträgen, das ist für so ein doch kleiner Mitgliedstaat doch sehr überraschend. Und positiv zu bewerten. Das heißt, es herrscht hier ein echtes Interesse, mitzuwirken. Und es gab auch Beiträge aus Nicht-Mitgliedstaaten. Norwegen ist klar, EFTA und EWR. Aber auch China, USA und Indien. Das ist eben, zeigt eben, dass es hier doch ein strategisches Interesse an der Normung gibt. Die Ergebnisse, muss ich Sie gleich enttäuschen, werden erst wahrscheinlich Ende des Sommers vorliegen. Also die Kommission wertet das jetzt aus und möchte zu den Schlüssen und den Vorschlägen dazu kommen. Aber die ersten Ergebnisse sind bereits veröffentlicht, am Internet nachlesbar. Und ich möchte jetzt nur 3 oder 4 sozusagen zitieren, damit Sie dann, wenn Sie vom Sommer zurückkommen, Appetit haben auf diese Studie und Sie dann gleich von unserer Internetseite abrufen oder mich anrufen, damit ich Sie dann zusende. Die erste Frage war, das heißt also, tatsächlich ist der überwiegende Mehrheit der Ansicht, dass dieser neue Rechtsrahmen sehr wohl seine Mission erfüllt hat. Ich komme mal zu diesen ca. 27-30%, die nicht geantwortet haben auf Fragen oder nicht gewusst haben. Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die 22 Fragen. Also es gibt also wirklich bei fast allen Fragen hat fast ein Drittel nicht geantwortet. Wie das zu interpretieren ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht waren es einfach Institutionen, die ganz spezifische Interessen hatten und sich nur dazu geäußert und den Rest links liegen gelassen haben.
Okay, die zweite Frage. Inwieweit stimmen Sie der Aussage, die Bedeutung der CE-Kennzeichnung ist klar zu? Also versteht jeder, was CE bedeutet. Da haben 50% gesagt, das stimmt in hohem Maße. Und 34% haben gesagt, es stimmt in mittelmäßigem Maße, also 84%. Und 15% waren der Meinung, dass das nicht so toll ist. Das überrascht mich eigentlich, weil CE-Kennzeichnung hat eine ungefähr vage Idee, was das ist, aber offensichtlich wissen das doch die Bürger und Bürgerinnen. Dann komme ich zu den zwei letzten Fragen, die ich zitiere, und dann komme ich auch zum Ende des Vortrages. Inwieweit hat der neue Rechtsrahmen gute Arbeit geleistet oder stand er vor Herausforderungen? Das ist natürlich wieder so ein bürokratischer Euphemismus, also vor Herausforderungen stehen heißt, es hat nicht funktioniert. Also wer findet ihn für gut und wer findet ihn für schlecht? Und da gibt es dann zwei Unterfragen. Also hat der neue Rechtsrahmen die Klarheit und Glaubwürdigkeit des CE-Kennzeichnungssystems gestärkt? Da sagen 32% ja, das war eine starke Leistung. Und 30% sagen, na, es war zum Teil eine gute Leistung, zum Teil hat es aber auch Herausforderungen gegeben. Und dann tun wir halt diese 30%, sagen wir, die Hälfte teilen. Das heißt also, wir haben 47% positiv und dann mit den negativen Bemerkungen kommen wir auf ca. 30%, die sich eher kritisch äußern. Das heißt, hier haben wir sowohl aus meiner Sicht einen großen Handlungsbedarf. Und die letzte Frage eben, ob er gute Arbeit geleistet hat, um den technologieneutralen Ansatz zu verstärken. Ist das Bild ungefähr ähnlich. 34% sagen eine starke Leistung und 32% meinen halb-halb. Und eben wiederum 30%, wie auch zuvor, die nicht geantwortet haben. Das heißt, hier liegt wirklich eine gewisse Arbeit der Verbesserung vor uns. Und wie gesagt, unsere Beamten sitzen jetzt in Brüssel, werten das noch in bester Kompetenz aus. Wir haben sowohl die funktionalen Kompetenzanalyse als auch die sachgerechten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dann hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit zu neuen Gesetzesvorschlägen kommen, die dem Normungswesen dienen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir die Kommission, Ihre Arbeit für die nächsten 10, 20, 30 Jahre erleichtern und danke für Ihre Aufmerksamkeit.